Hallo, herzlich willkommen zu einem Video. Es nutzt den Afrika der kleinen Hof bei den Fabi. So, wir werden heute auf jeden Fall fertig mit Dreschen. Hoffentlich. Dann muss ich mal so machen. Wir begeben uns mit unserem kleinsten Gefährt. Kann ich mir überholen. Wieso ist bei Produktivität bei den Hühnern 0? Genauso wie bei den Kühen und genauso wie bei den Schafen? Wenn denen aber nichts fehlt. Jetzt? Da steht immer noch 0. Dann habe ich jetzt 3 Minuten vorgespielt. Was bedeutet das eigentlich mit Drehproduktionsrate zu, oh, dann zu. Wird die Produktionsrate wieder zurückgesetzt. Achso. Jetzt kapiere ich auch nicht, wieso die Produktivität bei 0 ist, obwohl wir schon über eine halbe Stunde schon hier drauf sind. Oder fast 50 Minuten. Boah, nur weil das hintere Rad vom Flug auf dem Gras läuft, wird der Flug jetzt schnell braucht, was man braucht. Okay. Gut, und weil der Flug halt. Ja, nicht das Ding so toll. Wende kreist wieder wie ein Stein, Alter. Ja, bist ein Stein. Was denn? Das war die Rache, was du eigentlich mal gesagt hast. Du hast, ich hätte einen Helfer mal eingestellt. Ich weiß auswählen, ob es geht, aber mit meinem Beta-Tag kann ich jetzt zum Beispiel nicht zurücksetzen. Sicher, dass er wirklich bei dir drin sitzt. Ich habe extra so ein Skript, das man allen dritten Sachen angekuppelt hat. Ja. Kann ich nicht, das war das Problem. Mann, was kannst du denn überhaupt? Mod. Nee. Mod von Objekten. Kannst du auch nicht. Doch, modellieren kann ich nicht. Das Texturieren, das ist etwas zu hoch texturiert für LS. Natürlich. Nicht zu tief. Ja, ist wirklich so. Ich hab da 8K-Text. Dann war das. Einfach nur noch grau. Ja, das hieß so, wie cool, wie hochauflösend die Textur war. Ja, klar. Ja. Hast du eine graue Textur genommen, gell? Nö. Eigentlich war es eine grüne. Hä, wieso? Ach so. Schon was? Reifen. Guck mal, so. 3 Meter zu beiden Seiten rauf. Lass. Gesundheit. Ah, jetzt die Produktion, Produktivität. Dann war vielleicht gerade mehr Produktion. Ja, weil mein Kühlschrank Reproduktionsrate 200 Stunden und 45 Minuten, also kann er wirklich machen. Und tschüss. So, sind wir zurück. Schon. Ja, jetzt steht wieder die Reproduktionsrate bei mir wieder auf 0, die Produktivität. Ja, das ist 9.
Wo muss ich denn was nutzen? Ja, müde. So. Steht bei dir was, wenn du guckst bei der Produktivität? Ne, 95, 99. In 12 Stunden kommt man Schaffer bei den Schaffern. Lol. Wir hatten ja gesagt, dass wir Schaffen verkaufen, wenn wir zu viele haben. Ja. Ja, mach ich mal ganz kurz. Jo. Das nächste Tier dann ist voll. Also wir haben schon so. Verkauf 5 oder irgendwie so, keine Ahnung, oder 10. Wir können jetzt den Drescher kaufen, aber ohne Schneidwerk. Ja, weil die Schafe sind ja gerade blick so und so. Die Ja, Küsse. 1,5 zahlst bekommst du 1. Also, weil wir halt nicht wegfahren, glaube ich. Denke, wenn du wegfahren würdest, dann würdest du auch den vollen Preis bekommen. Wobei 5.000 ist jetzt auch nicht so scheiße. Wir kriegen alle 20 Stunden. Ja, kann sein. Also jetzt kriegen wir 12 Stunden. Frage ist halt, Nein. geht das, wenn wir neue Schafsweide setzen, dass die da einfach da rein teleportiert wird? Keine Ahnung. Weil irgendjemandem einzuladen, dass wenn du eine Schafsweide stehen hast, die andere abreißt, würden die einfach da rein transferiert werden. Das würde doch dann im Umkehrschluss auch heißen, wenn du eine zweite Schafweide hast, aber zu viele Tiere in der einen hast, dann würden die doch alle da rein transferiert werden. Keine Ahnung, wie Chance das gelöst hat. Wow. Weil so müssen wir keine kaufen. Es stehen bei den Schafen zwei Wollpaletten, wo nur ein Block gefüllt ist, also so ein Ich Wollblock. weiß, weil ich einen da reingeschoben hatte und eine stand da noch. Ja, die füllen sich beide nicht. Nee, das siehst du noch nicht. Das Ja. geht jetzt so langsam, weil wir halt nicht vorspulen. Ich denke, wenn ich vorspule, sind die ziemlich schnell voll. Ja, weil einer eh nicht. Weil der eine. Davor. Ich nehme den vorderen weg. Nee, wenn er muss den hinteren wegnehmen. Weil der vordere, der stand im Achso. Original so. Achso. Ja, das sieht man auch das Original, aber. Weil der gerade steht, ne? Ja. Und jetzt 3,6 im Feld, glaube ich. Das ist ein richtiges Arbeitstier, Fabi. Aber ich glaube, den Rest mache ich auch schon fertig. Ja, Mist, jetzt habe ich. Ja, okay, jetzt kann ich eh bald wegmachen, weil jetzt steht der eine auch nicht im Original da. Ich kann mir nur helfen, fahren, was man macht. Da fahrst du jetzt einfach beide weg und die Eierkartons setzt du dann auch weg. Kann sie alle auf den Ding draufsetzen. Ne, auf noch ne. Mach ich irgendwann wieder verkaufen. Eier bringen 7.000 und Wolle bringt 4,2. 4,2. Wir haben 3 Ballen. Ja. 16.000. Und wir haben 2 volle Eierpaletten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob 3. das eine Eierpalette, ja 3. Ich weiß nicht, ob das eine Eierpalette drin ist.
Ist auch nicht. Weil 8000 Blätter. Ich denke, pro Eierpalette sind 250 Blätter. Ja, sind 250 Blätter pro Eierpalette. Dann hast du allein durch die Eier nochmal 6000 Euro. Erste Backe. 4, 8, 12 und 6 sind 18. Hast du 18.000 Euro? Reicht immer noch nicht. Aber sonst hätte ich jetzt gerade nicht das verkaufen können. Milch. Milch, ja. 3000 Liter so, glaube ich. 3,6. 3,6 und geht weg zu Ja, also geht. 3,6. 3,6 zu 3,6. Da hätten wir das. Dann verscherben alle. Ja, mache ich. Ganz oben fahren, glaube ich. Eier ist bei Mühle, Wolle ist bei Weberei. Baumwolle ist so ein Geld, aber du kriegst halt auch fast nichts raus. Ja, und bis du dir mal die 400.000 € Maschine da mal leisten kannst. Du kannst ja erstmal mieten, aber das Geld kriegst du nicht mal mit einer Ernte rein. So. Weil du brauchst da wahrscheinlich so viel Kuh. Bei uns würde maximal von dem Feld irgendwie ein Ballen runterkommen, ein voller. Wenn überhaupt, ja. Also, das ist schon nicht ganz einfach. Ein voller sind 8000. Weil ich glaube, die Maschine allein kostet 4.000. 4000. Also glaube Nee, ich. Ach so, das war ich nicht. 24. Ich ja nie wieder rein. Ja gut, kriegen wir durch ein normales Feld rein oder so. Dann jetzt jedes Mal nur zum Mieten ein normales Feld machen, was ja auch keinen Sinn wird. Also 8000, also 8000 pro Monat gewinnen. Würde ich nicht machen. Na schon. Schuh, also wo müssen die Eier hin? Die Eier müssen zur Mühle, meine ich. Nee, Eier, noch Eier. Eier zur Mühle, Milch zur Ja, Molkerei. das interessiert mich nicht. Ich brauche Wolle, habe ich dabei. Der Mühle ist Weberei, Achso, also Mühle. ja. Erstmal zur Mühle. So. Oui. Fast 40% fahre ich mit dem Anhänger nur auf einen Reifen. Ey, das ist krass, der schaukelt so schnell, wenn man eine leichte Kurve fährt, wenn man nur, wenn man zwei hochgeladen hat. Wolle war ja jetzt in den beiden Dingern. Keine Ahnung, beiden zusammen waren es 300. Das ist so nichts. Oh. Ey, wo ist denn hier der Trigger zum Abladen von der, von den Eiern? Du musst den runterwerfen. Achso. Kannst nicht so durchfahren. Ja, das ist guter Vorbei, Gehwege jetzt flügen. Jetzt haben wir ja noch nie fertig mit Flügen. Zweier, du Scheiße, da kriegst du ja nicht mal 6000 Euro raus. Sag jetzt. Was? Waren jetzt 2500, die du da durch die Eier genommen hast. Nee. 4,5 so. Das war 1000, was du pro Tag eingenommen hast, ne? Ja. Wir Und hatten. zweite verkaufte Tiere 5000. Achso, nee, wir hatten 3 Eikonoxa drauf gehabt. Also. Verkaufte Gebäude.
Nee, nee, der eine hat es nicht gemacht, der hat eine Frau Lol. gekauft. Holz, Ballen, Wolle, Milch. Wozu zählen Eierkartons? Keine Ahnung. Aha, Farbe, Lohn, Zahlung. Ich fahre ihn hier selber, ja. Ja. Kannst du selber umgucken, wenn du den Inspektor. Das ist so anstrengend. Es geht eigentlich, also dafür, dass Lügen normalerweise schlimm ist, geht's. Also ich glaube, die Wolle schafft es noch. Die Eier nicht. Ja, ah ja, habe ich. Achso, und ich sag dir eins, du musst oben mit Bremsen und Spanngurten arbeiten, ne? Ui. Also, Ja. die abladen ohne. Du kriegst da einachsig rumgedrückt, ja. Nein. Der ist ein bisschen vorbeigeflogen vom Trigger. Hä? Nein! Ich bin bei. Ich bin sogar schon geschickt bei. Tschüss. Warte, 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 den kannst du, glaube ich, Kann ich gar nicht. Okay. Paletten haben keinen Griff. Du hast ja zwei verloren. Ja. Ich bin Money. Mache schon. Du musst schon weiter pflügen. Du musst frei. Ach. Ich habe ein ganz Stück hoch. Das kleine Stück da. So, auf ein neues. Sicher da. Aha. Jetzt komm. Junge, dann wunderst du dich, dass du ja nie fertig mit dem Flügen, gell, Fabi? Wie bitter das ist. Auch mit den Kuba wirklich. Ach, Junge. Also ich bin gerade am Geld einnehmen, nicht am Geld ausgeben. Ich hoffe, dass die Frage verstanden. Ja. Weil gesät und gegrubbert ist, dann wäre die Sache, wenn wir den jetzt verkaufen, Nein. ernten, was denn Nein. dann? Wobei, wir haben ja noch Milch. Ja. 3x3. Denken kannst du auch nicht, 3x3 ist 9. 3000. Circa 10.000. 3x1,5. Also 3, ja, 3x1,5. 3x, wie sind 3x1,5? Weil du ungefähr 500 kriegst und das für 3 Tonnen. 500 Euro. Ja, du kriegst 3,5. Ach komm. Hoch. Ja. Dann hast du ja noch. Quatsch. Bist du irgendwie dumm? Nee, 1,5 kriegst du. 1,5 kriegst du insgesamt so. Dann kriegen wir 10.000. Hab ich doch halt gesagt. So nicht. 10.000. Klar. Meine Boah. Ausrede hier vorne. Was ist sinnlos mit dem, Alter? Dann fertig. Ja, fällt mir Nerven, ja. Gut, also würde ich sagen, wenn es dieser Folge gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut euch mal was an vorbei und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.